voll im Saft, da denkt wohl niemand an das Alte Testament. Viele denken, Altes Testament gleich. Gesetz, Befehl und ein einengender Gott. Aber das 8. Kapitel im 5. Buch Mose ist nur eins von vielen Kapiteln, wo uns zeigt, dass Gott nichts lieber möchte, als dass dies und mein Leben so richtig im Saft oder sogar voll im Saft ist. Oder eben voll in Fahrt ist. Haben wir es spontan umstellen können. Voll in Fahrt. Ich fahre manchmal daheim auch um. Ich bin vorhin hingestanden, aber ich fing jetzt die Kurve nach dem Song. Ich fahre manchmal daheim auch um mit dem Staubsauger. Fahre ich um in der Wohnung. Und ich tue Staubsauger. Und das Coole, wenn du umfährst, in Fahrt bist, mit dem Staubsauger, dann bin ich in Fahrt. Das Coole ist, du weißt eigentlich, für jede 10 Sekunden, was du gemacht hast. Ich liebe das beim Staubsaugen, oder? Du machst Quadratmeter für Quadratmeter und du weißt, was du gemacht hast. Das ist einfach Putz. Das ist wieder super. Du siehst es offensichtlich. Hast du erlebt? Okay, ja, gut. Und was ich immer spannend finde, ich bin jetzt ein bisschen persönlich, aber ich glaube, ich darf das hier machen, bei uns daheim unter dem Bett staune ich manchmal schon, wie viel Staub unter dem Bett ist. Und das heisst nicht, dass wir jahrelang nie in Fahrt Staub saugen würden. Aber da denke ich manchmal, hey, warum Gottes Willen dreht eigentlich immer wieder der Staub unter unser Bett? Kann man das jemand erklären? Nein, ich brauche keine Erklärung. Aber Staub ist etwas sehr Unangenehmes. Und um Staub, zuerst mal geht es in unserem Monatskapitel auch. Und zwar um sehr viel Staub. Und zwar das Volk Israel, das in der Wüste war. 5. Mose, Kapitel 8. Und spannend ist auch bei dieser Wüstenstaubwanderung, sie waren dann noch nicht in Fahrt, weil es noch kein Fahrzeug gegeben hat, aber sie mussten laufen. Das Spannende war, die Distanz vom Start vom Berg Sinai bis auf Kadesh Barnea, das sind ungefähr 250 Kilometer gewesen. Das heisst also, das wären ungefähr 11 Tagesreisen. Aber das Interessante ist, das Volk Israel war nicht 11 Tage unterwegs gewesen, sondern sage und schreibe 40 Jahre. Irgendetwas ist da nicht ganz optimal gelaufen. Kurz zum 5. Buch Mose. Das 5. Buch Mose, das ist so, die Juden sagen dem, der 5. vom Gesetz. Das ist wieder Abschluss, Vervollständigung von diesen 5 Gesetzesbüchern von Mose. Und eigentlich während der Mose die Wüstenwanderung geführt hat, hat er auch immer so ein paar Predigten gehalten. Also 5. Mose ist eigentlich so wie eine Predigtserie, die der Mose gehalten hat, immer wieder am Volk Israel, wo sie eben unterwegs waren in dieser Wüste. Und man kann sagen, eigentlich, oder Mose, er ist auch eigentlich der Prophet war im Alten Testament. Also, niemand wird so oft im Neuen Testament erwähnt wie der Mose vom Alten Testament. Ich würde sagen, er war der alttestamentliche Prophet. Wir haben den Clip vorher gesehen, voll in Fahrt oder voll im Saft. Und das wetten wir ja alle. Ein Leben so richtig voll im Saft. Und eben, wir denken da selten gerade das Alte Testament. Ich habe ganz bewusst so einen Text genommen aus dem Alten Testament, weil ich weiss, dass viele Leute so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen mit dem Alten Testament. Und das, natürlich hat das Alte Testament auch, ja, einige happige Stellen. Aber speziell im Alten Testament ist auch gerade, dass wir sehr viele Stellen, Kapitel finden, gerade von dieser übersprudelnden Lebensfreude. Und Kapitel 8 im 5. Buch Mose ist genau so ein Kapitel. Ich denke, es ist heute Muttertag, musst du aber etwas Gutes bringen. Und ich werde es mit dir lesen, was da steht. Denn der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Dort gibt es Flüsse, Seen und Quellen, die in den Tälern und Bergen entspringen und Weizen und Gerste, Weinstöcke und Feigenbäume, Granatäpfel, Ölbäume und Honig. Es ist ein Land, in dem ihr euch satt essen könnt und es euch an nichts fehlen wird.
Ein Land, in dem die Steine Eisen enthalten und aus dessen Bergen du Kupfer abbauen kannst. Wenn ihr dann gegessen habt und satt seid, sollt ihr schlafen gehen. Nein, sollt ihr dem Herrn, eurem Gott, für das gute Land, das er euch gegeben hat, danken und loben. Wenn wir so Bibelstellen lesen, dann sagen wir, yes, das gefällt uns, das leben wir. Und gleich ist es noch wichtig, gerade bei diesem Text, wenn wir auch lesen, was geht vorher da ab in diesen Versen. Ich möchte ganz kurz einen Predigtüberblick geben. Wir werden so in der ersten Hälfte uns so mit dem Text auseinandersetzen. Ich werde nachher auch den Bogen spannen zu Jesus. Weil, wenn du letzten Sonntag da bist, hast du das gelernt und mitgenommen. Wir sollen überall immer Jesus suchen. Auch gerade im Alten Testament. Und dann werden wir den Bogen spannen, so direkt in unser Leben, ja sogar rein in Muttertag. Das, damit du so ein bisschen einen Abriss hast, was dich in den nächsten 2 Stunden oder ungefähr 26 Minuten erwarten. Es fängt an, das Kapitel mit dem Satz, mit dem Vers, befolgt gewissenhaft alle Gebote, die ich euch heute gebe. Hey, sie das da? Eben nicht. Und das war der Grund, wieso, dass sie eben statt 11 Tage 40 Jahre in der Wüste rumgestolpert sind. Musst du dir das mal vorstellen, oder? Statt 11 Tage 40 lange Jahre. Und statt dass sie voll im Saft waren, sie waren voll im Staub. Voll im Staub waren sie. Und Staub ist eigentlich, oder der Hintergrund von dem Ganzen war, sie waren ungehorsam. Sie wollten selber irgendetwas wursteln. Sie haben Gott nicht gefolgt. Und das hat ihr Leben wie staubig gemacht. Und Staub ist wie ein, oder ungehorsam, besser gesagt, ist wie eine Bremse in deinem und in meinem Leben. Und es gibt uns einen staubigen Blick, eine staubige Perspektive. Ja, wir sehen sogar einen staubigen Gott. Aufgrund, weil wir selber eigentlich im Staub am Umhängen sind. Also nochmal der Satz, befolgt gewissenhaft alle Gebote, die ich euch heute gebe. Diesen Satz findest du immer, oder in dieser Bedeutung findest du immer und immer wieder im 5. Buch Mose. Und gell, es ist schon so, es gibt wenige da innen, die wahrscheinlich zu so einem Vers sagen, jawohl, zu diesen Versen fühle ich mich so richtig hergezogen. Sondern ich spüre es förmlich, wie wir eher so ein bisschen Distanz haben zu so Aussagen. Ja, wir stehen vielleicht sogar auf Kriegsfuß mit so Aussagen. Und ich möchte dir etwas verraten von meinem Leben. Was ich mir wünschte, ist, dass ich zu jedem Vers, zu jedem Komma, eigentlich eine Begeisterung habe. Weil ich glaube, weil ich zutiefst glaube, dass hinter jedem Satz, hinter jedem Komma wirklich ein Gott ist, der wirklich fürs Leben ist, der für mich ist, der nur eins möchte, dass es mir und dir wirklich gut geht. Ja, dass ich ein übersprudelndes Leben habe. Und da, wenn ich das nicht glaube, wenn ich so auf Distanz bin, dann zeigt es mir wie Küsse, da fehlt es dir noch an Offenbarung, wie das Gott wirklich ist. Ist zum Beispiel hochinteressant bei den 10 Geboten. Die 10 Geboten ist ja bekannt als mit dem Satz, mit den Sätzen, wo steht, du sollst nicht, oder? Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht. Und hochspannend finde ich, vom Hebräischen her, könntest du auch so übersetzen, im Sinn von, du wirst nicht. Und zwar ist der Vorspann, wenn du den Gott wirst sehen, erkennen, wie er wirklich ist, dann wirst du nicht, dann willst du nicht stellen, dann willst du nicht ehebrechen, dann willst du nicht, du willst nicht. Das ist ganz eine andere Bedeutung. Und ich habe dich heute Morgen fragen, lebst du noch im «Du sollst nicht» oder lebst du im «Ich will gar nicht»? Und ich kenne bei mir beides, zu dem stehe ich und du wahrscheinlich auch. Aber Gott hat mich immer mehr zu dem führen, wo ich so den Gott erkenne, wie er wirklich ist. Dass ich eben nicht mehr den Wüstenblick habe, sondern dass ich den Klarblick habe, wie er wirklich ist. Ein anderer Aspekt von Gott ist der, dass es auch den Aspekt gibt, dass wir
ihm einfach folgen und gehorsam sein, weil er es einfach sagt, weil Gott einfach Gott ist. Es gibt Sachen, die fallen uns schwer, das wirklich zu begreifen. Es gibt Sachen, wo man denkt, was ist jetzt genau der Sinn dahinter? Und ich check's als mündiger Schweizer nicht wirklich. Dazu, es ist mal eine Geschichte von unseren Hühnern. Ich finde, das schon länger nicht mehr erzählt, von unseren vier Hühnern. Also wir haben vier Hühner. Also meine Frau hat vier Hühner und ich helfe die Eier essen. Genau, und es ist schon unglaublich, wie viel Predigtstoff so vier Hühner geben. Hier wieder mal eine. Ich habe mich ein bisschen zum guten Hühneronkel entwickelt. Das Wort kommt nicht von mir, sondern von meiner Frau. Das heisst doch etwas. Genau. Also und zwar, wir haben in der Zwischenzeit auch einen Zaun um unsere vier Hühner herum, weil es wird doch ziemlich wild, wenn sie den ganzen Tag nur so frei rumlaufen, aus verschiedenen Gründen. Sie picken halt schon ziemlich wild überall herum, aber das geht nicht nur Freunde, wie auch immer. Das Thema, Geschichte für sich. Wir haben vier Hühner und mit einem Zaun. Zwischen können sie auch raus, das werde ich doch klar gesagt haben, aber nicht zu früh. Auf jeden Fall kommt der Moment, da kumpelt das schwarze Huhn über den Zaun, oder? Und dann ist es spannend, wenn sie das so machen, dann schauen sie einmal so an. So. Du spürst förmlich, sie haben so ein schlechtes Gewissen, ja? Ich sage, du Huhn, du schwarzes Huhn, du. Und kürzlich hatte ich folgende Idee, wo mich das schwarze Huhn so mit der Freiheit anlegt, du musst nicht meinen. Und ich gehe zum Futtertopf und nehme das beste Futter raus, das wir haben. Und ich gebe das Futter es denen rein, die noch drinnen im Zaun innen waren, oder? Ich habe sie belohnt, dass sie nicht mehr abgegangen sind. Und jetzt muss das schwarze Huhn schauen, oder? Das schwarze Huhn hat plötzlich gemerkt, ich habe den Arsch, ich habe die Loser-Karte gezogen, oder? Und das Huhn, oder? Das ist hin und her gelaufen wie ein gestörtes Huhn. Aber ich dachte, ja, jetzt hast du Pech gehabt, Huhn, jetzt hast du Pech gehabt. Und ich habe es geliebt. Ich gebe es zu, meine Motive waren nicht nur rein. Aber es ist mir irgendwie zu einem Bild geworden, Gott in Reinform zu sehen. Er freut sich einfach, wenn seine Kinder einfach in seinen Ordnungen drin sind, wo sie ihm einfach vertrauen. Auch wenn sie nicht alles nachvollziehen. Ich meine, ein Huhn, das checkt ja auch nicht, warum es in diesem Zaun innen ist. Es sieht nur außerhalb vom Zaun die saftigen grünen Kräutchen, oder? Aber es checkt nicht, dass wenn es zu lange immer draußen ist, dann gibt es Probleme und es landet auf dem Grill. Aber das Huhn checkt es nicht. Ich sage nicht, dass sie die Hühner, aber ich habe so ein bisschen Bild für mein Leben. Und wenn du kannst vernetzt denken, kannst du auch für dich überlegen. Wie auch immer. Wo geht es durch? Unsere Hühner. Genau. Also, ich habe es geliebt, mein Huhn, meine Hühner einfach zu belohnen. Und logisch, das ist nur in Miniaturform. Ich habe gemerkt, wie ist das Vaterherz von dem Gott im Himmel? Glauben wir ihm wirklich, dass er gut ist? Und wenn ich irgendwo drinnen bin in meinem Leben, wo ich es eigentlich gar nicht als gut empfinde, und vertraue ich ihm auch dann immer noch. Und das schwarze Huhn ist mir so zu einer Predigt geworden. Und dazu haben wir sogar eine Bibelstelle. Und zwar steht: Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen. Im Luther steht sogar, damit kund würde, was in euren Herzen wäre. Also, bin ich Gott auch dann gehorsam, sogar in den Sachen, die ich für mich als intelligenter, mündiger Küssenbächler würde anders machen. Ich folge ihm, weil Gott Gott ist. Ich muss nicht immer über alles diskutieren. Unsere Kinder zum Beispiel, ich bin wahrscheinlich anders, unsere Kinder wollen immer Erklärungen, warum etwas ist, wie es ist. Und natürlich ist es auch gut. Sie sollen ja mitdenken, sie sollen mündig werden, aber sie wollen Erklärung von der Erklärung zu der Erklärung von der Erklärung zu der Erklärung. Und ich sage einfach manchmal, Mama und Papa haben es gesagt. Punkt. Das ist auch etwas. Und wir wollen, und es hat zwei Seiten, oder? Aber Gott will unsere Herzen prüfen, folgen, wenn wir ihm wirklich vertrauen. Und ich habe dazu ein bisschen als weiteren Gedankengang Folgendes erlebt, jetzt da in der... ich werde zuerst noch die nächsten Verse lesen, zu dieser ganzen Wüstenwanderung. Er sagt nachher weiter, daran sollt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, euch erzieht, so wie Eltern ihre Kinder erziehen. Und dann kommt noch ein Vers. Er hat dein Wandern
durch diese große, staubige Wüste auf sein Herz genommen, liebe Freunde. Hey, das ist ein Versatz. Er hat dies Wandern während diesen 40 Jahren, wo staub war, er hat das Wandern auf sein Herz genommen. Wo sie gedacht haben, hey, Gott ist so etwas von weit weg, haben wir plötzlich die Perspektive Gottes und er sagt, ich habe euer Wandern auf mein Herz genommen. Das zeigt aus, wer Gott ist. Mich berührt so eine Stelle unglaublich. Ich hatte das gar nicht gerade kürzlich Folgendes erlebt. Und zwar, wir waren das gar nicht als ISF Camp. Und am Ende des Tages hatte es recht einen hohen Wellengang. Ich liebe es, wenn es Wellen hat. Das Platzmeer finde ich langweilig. Aber so ein Wellenmeer, ich liebe es. Und die Kinder haben es auch geliebt. Und sie waren so am Ufer gewesen, und haben natürlich so mit den Wellen gespielt. Sie sind so ein bisschen aufgekumpelt und so, wenn die Wellen gekommen sind. Und ich habe da so als Vater meinem Benjamin zugeschaut. Er ist 7-jährig. Ich bin da so mit den Wellen ein bisschen aufgekumpelt. Andere Kinder waren auch nicht dabei gewesen. Und es ist ja noch lustig, oder? Wenn du so schaust, meine Frau nebenan. Die Mütter haben immer die Frage oder die Angst, hoffentlich geht es nicht zu weit raus. Und wir Männer, so der Behüterinstinkt, und wir Männer denken, come on, geh nur rein in die Wellen, oder? Du bezwingst die Wellen, so, bezwing das Mammut, oder? Wie auch immer, Mütter mehr so behüten, und ich meine, come on, komm, geh raus, besieg die Wellen. Und ich habe das auch diesem Benjamin zugeschaut, und dann habe ich so eine Stange gesehen, im Wasser, die war vielleicht nur 15 Meter draussen im Wasser. Und dann bin ich zum Benjamin gegangen und gesagt, hey Benjamin, komm, geh durch die Wellen durch, geh zu dieser Stange. Und das war wirklich nicht gefährlich, nur wild. Aber nicht gefährlich. Meine Mutter, meine Frau sieht das anders. Es war wirklich nur einfach cool gewesen. Und der Benjamin hat es zuerst nicht gewagt. Dann bin ich zu ihm her und gesagt, Benjamin, komm, wir gehen zusammen. Wir besiegen zusammen das Meer. Wir gehen jetzt zu dieser Stange. Wir tanken und wir sind losgegangen. Er ist immer ängstlicher geworden. Und mein Ziel ist, dass er selber durch die Wellen durchläuft. Weil das Wasser ist für ihn wirklich nicht so tief gewesen. Wirklich nicht. Einfach die Wellen gekommen sind, das ist natürlich tiefer und höher geworden. Aber je nach Wellengang war das nicht so tief gewesen. Und ich wollte ihn führen, dass er selber durch die Wellen durchgeht. Zu dieser Stange. Und nach ungefähr der Hälfte sagt der Papi, ich will zurück, ich habe Angst, oder? Dann sind wir zurückgegangen, ich habe ihn genommen. Genau, etwas muss ich noch sagen. Ich habe bei den Wellen habe ich immer ihn so, wenn die Welle kam, habe ich ihn immer so aufgelüpft. Also ich bin so hinter ihm gestanden. Und wenn eine höhere Welle kam, habe ich ihn immer so gelüpft. Dass er die Welle hat können besiegen. Aber gleich nach der Hälfte hat er gesagt, Papi, nein. Und dann sind wir zurück, oder? Kaum sind wir zurück gewesen, habe ich gesagt, Benjamin, wenn du es jetzt schaffst, dann bekommst du vom Papi eine Klasse. Papi, komm, wir gehen. Wir tanken, oder? Wir sind wieder losgegangen, oder? Und ich habe so mitgefiebert, oder? Mit meinem Sohn. Und die Wellen sind gekommen, wenn eine höhere Welle ist gekommen, habe ich dann wieder aufgelöpft, oder? Und dann wieder ab und so sind wir führen bis zu dieser Stange. Und in dem Moment, wo ich so zurückgelaufen mit meinem Sohn, mein Herz ist, ehrlich, es war ja nur eine kleine Story für mich gewesen, oder? Aber mein Herz ist fast explodiert vor Freude. Und ich habe eins gespürt in dem Moment. Küsse, jetzt bist du so richtig Vater. Ich habe die anderen Momente, ja? Die sind nicht so cool, aber dann ist gut, jetzt bist du so richtig ein erfüllter Vater. Mit deinem Sohn, du drehst ihn da durch die Wellen durch, oder? Und du selber hast eigentlich die grösste Freude. Du fieberst so mit, dass er die Wellen bezwingt, oder? Und ich habe nur ein Ziel als Vater, dass er durch die Wellen durchgeht. Und dass er immer mehr zu einem Eroberer wird, dass er ein neues Land einnehmen kann. Das war meine ganze Motivation als kleiner Papa für meinen Sohn. Und das ist mir dann so zu einer Predigt geworden, wie unser Vater im Himmel ist, wenn er uns erzieht. Das Erziehen ist nicht irgendetwas so abdrücken und abdrücken, sondern er will uns immer mehr in die Freiheit und in die Verantwortung hineinführen. Das Ziel ist immer ein gutes Land voll im Saft. Lass uns darum die Verse nochmal lesen, einfach so, damit wir nochmal die Perspektive haben, wo Gott uns herführen will. Denn der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Dort gibt es Flüsse, Seen und Quellen, die in den Tälern und Bergen entspringen und Weizen und Gerste, Weinstöcke und Feigenbäume, Granatäpfel, Ölbäume und Honig. Es ist ein Land, in dem ihr euch satt essen könnt und das euch an nichts fehlen wird. Ein Land, in dem die Steine Eisen enthalten und aus dessen Berge, die Bergen du Kupfer abbauen kannst, wenn ihr dann gegessen habt und satt seid. Denn sollt ihr Gott am Herr danken. Jetzt so voll im Saft heisst nicht, dass in unserem Leben auch immer alles voll, rund und angenehm und gut läuft, so wie wir es uns vorstellen.
Gerade letzte Sonntag hat Maria Quirici so eindrücklich gesagt, als wir da noch Gebetszeit hatten, hat sie gesagt, Segen von Gott ist nicht nur dann, wenn es gute Sachen gibt, sondern Segen von Gott kann auch sein, wenn es auch schmerzhafte Sachen gibt. Und ich glaube, tiefe Schmerzen können auch einen tiefen Segen bringen. Wir haben so unsere Vorstellung, vielleicht wie das heisst, das voll im Saft sein. Ja, da läuft alles immer rund. Wie war es bei Jesus gewesen? Sein Leben voll im Saft. Ist er 80 geworden und es ist alles immer rund gelaufen? Nein, er ist 33 geworden und hat ganz viele Entbehrungen gehabt. Und am Schluss ist er in schmerzhaften Foltertod gestorben. Ist sein Leben voll im Saft gewesen? Unbedingt. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir da nicht so falsche, nur einseitig verklärte Vorstellungen haben, was das heisst. Gut ist auch noch zu wissen, im Kontext von diesem Text zu wissen, es geht jetzt erstmal um das Volk Israel. Sie, wo wirklich in dieser Wüste, die in Ägypten war, und Gott jetzt circa sie als Volk in ein saftiges, fruchtbares Land hineinzuführen. Das ist das Erste. Und sicher zeigt es uns aber auch, wie Gottes Herz grundsätzlich ist für uns. Wir sehen hier einen Gott, der voll ist fürs Leben, der ein lebensbejahender, überfließender Gott ist. Und das dürfen wir sicher auch in Anspruch nehmen für unser Leben. Ich werde jetzt in den Gedankengang weitergehen. Und zwar, etwas ist uns aufgefallen, und mir, und zwar, dass von dem feinen Essen die Rede ist. Vom Essen und Trinken. Und zwar so richtig, dass es gut und dass du satt bist. Und das ist ein spannendes Thema Essen. Wir haben alle schon wahrscheinlich heute etwas gegessen, die meisten. Und Essen in der Bedeutung der Bibel, zum Beispiel zur Zeit von Jesus, hat viel eine breitere Bedeutung gehabt, als es heute oft einfach ist, den Bauch füllen. Zum Beispiel, wenn zwei Parteien zusammen einen Vertrag abgeschlossen haben, dann haben sie das in der Regel nicht schriftlich gemacht, sondern sie haben zusammen gegessen, irgendein Fleisch. Und das Zeichen war, hey, wenn du dich nicht an den Vertrag haltest, dann soll es dir gehen wie dem Tier da, wo wir jetzt gegessen haben, nämlich du sollst sterben. Das war ihre Art, vom zusammen Vertrag abschließen. Also Essen hat dort eine tiefe Bedeutung gehabt. Überhaupt in der Bibel, bei Gott, siehst du sehr häufig das Thema Essen. Wenn Gott, wo Gott zum Beispiel den Bund eingeführt hat, und in ganz vielen anderen Momenten, siehst du immer wieder, dass es Gott verknüpft mit Essen, mit feinem Essen und feinem Wein. Das kommt immer wieder vor, der Zusammenhang. Zum Beispiel im Jesaja, wo die Rede ist, wo Gott wirklich alles wird neu machen, wo alles wird zu der wunderbaren Vollendung kommen. Der Zeitpunkt wird kommen, das steht uns noch bevor. Wie tut Gott das beschreiben? Wird, steht da im Jesaja, dass Gott wird, die Wölkchen rosa-rot anmalen und süße Engel werden rumfliegen. Von dem ist nicht die Rede, vielleicht macht er so. Aber er redet davon, das Ganze wird eingeleitet werden mit ganz feinem Essen und ganz feinem Wein. So wird es erklärt. Als Zeichen von der Liebe und von der Annahme. Das ist die Bedeutung vom Essen. Das ist viel mehr als bei uns oft. Wie war es bei Jesus, als er auf die Erde gekommen ist? Ich meine, dann, lies mal den Aspekt vom Essen bei Jesus. Der hat dauernd gegessen. Okay, machen wir auch. Aber bei ihm war es strategisches Essen. Wenn wir an den Dienst von Jesus denken, dann denken wir an seine Predigten, wir denken an seine Zeichen und Wunder, wir denken an sein Sterben und seine Auferstehung, aber wir denken nicht an sein Essen. Dabei war sein Essen ganz entscheidend, weil Essen mit den Leuten essen hat eine ganz tiefe Bedeutung gehabt. Darum haben sich die Leute oft auch so genervt, vor allem die religiösen Leute so genervt, weil er dauernd auch mit den sogenannten Sündern gegessen hat. Dass du mit den Sündern redest, das ist okay. Aber mit ihnen essen, das war abartig. Und das Essen, das Zusammenessen, war ein Zeichen von der Annahme. Und damit hat Jesus mit dem Essen ausgedrückt, ich nehme euch an, ich habe euch angenommen. Das ist die Bedeutung, die Bedeutung vom Essen. Wir haben die einigen Versen gelesen aus dem 5. Buch Mose 8 und wir lesen von dem wunderbaren Land, von diesen Flüssen und Seen und Quellen. Wo ist das eigentlich? Und liebe Leute, lasst doch mal diese Stelle abbrechen.
ganz praktisch in unseren Alltag, ganz praktisch zu unserem Esstisch. Dass wir da in dieser ganzen Kultur mal unseren Esstisch, ich sage mal auch unsere Familie, Esstisch sehen. Gerade in unserer unpersönlichen, vertechnisierten Zeit hat der Esstisch, liebe Leute, ganz eine neue Bedeutung und ist ein riesiger Gewinn, wenn wir den Esstisch wieder als Esstisch sehen, wo mehr ist als nur der Bauchfüllen. Nimm den Esstisch von der Gesellschaft weg und eine Gesellschaft verarmt. Der Esstisch ist der Ort, wo Menschen zusammenkommen, miteinander und eigentlich auch Gott will beim Essen zumindest drinnen sein. Haben wir wieder eine Vision für den Esstisch? Ich meine, für Mütter gibt es eh nichts Größeres am Muttertag, wenn endlich wieder alle am Tisch sind, oder? Alle, die ganze Familie, oder? Da schlägt jedes Mutterherz. Auch sonst, aber bei Muttertag soll es auch erst recht höher, oder? Wenn nur das Kochen und Abwaschen fällt eh weg und Männer und Kinder ja alle super denen helfen, oder? Es ist ja auch, aber wir lieben es, wenn alle zusammen sind am Esstisch. Und machen wir es wieder wie zur Zeit von Jesus, wo der Tisch der Ort ist von der bedingungslosen Annahme. Bringen wir den Tisch wieder ins praktische Zentrum von unserem Leben. Vielleicht bist du jetzt am Rotieren, wenn du Mutter oder Vater bist, denkst du deine 2, 3, 4, 5 Kinder. Und wir leben ja in einer einzigartigen Zeit heute. Und zwar hat es noch nie gegeben, dass eigentlich alle Leute so versplittert leben. Man sagt, dass ein Durchschnittsbürger zwischen 5 und 23 verschiedene Lebensfelder hat, wo ja logischerweise an verschiedenen Orten stattfinden. Also Musikunterricht, Kirche, Schule und. Tausend Sachen, oder? Und durch das sind wir immer mehr als Gesellschaft gesplittet. Und es ist logisch, und am Schluss lebt jeder irgendwo gesplittet. Und dann bist du in deiner Wohnung, oder? Und sagst zu deinem Bruder, du wohnst schon noch da, oder? Jeder lebt irgendwo sein Leben. Und der Familientisch soll uns wieder zusammenbringen. Dass wir die Lebensqualität, dass wir die Flüsse und all das Gute zusammen erleben können. Ich habe gerade die Tage habe ich eine Reportage gesehen über Hotels, über das Rendieren der Hotels. Und eine klare Message war, die sie gebracht haben, die Hotels müssen wieder familiärer werden. Und ich habe es gefunden, super, tönt super, oder? Bis ich plötzlich gemerkt habe, eigentlich ist das tragisch. Also du musst in einem Hotel etwas kompensieren, was du sonst gar nicht mehr kennst. Und irgendwo am Wochenende oder in der Ferien soll das Hotel etwas für dich konsumieren, was du kaum kennst. Ist eigentlich nicht, ist das schön, wenn es so ist, aber eigentlich sollte mit Familie daheim, mit der Familie erleben. Lass uns wieder, zum Beispiel ganz einfach und praktisch und gleich hochkomplex, den Familientisch einfach wieder ins Zentrum bringen und sagen, hey, es gibt Zeiten, wo wir als Familie zusammen sind. Und unser Hauptpunkt ist Annahme. Liebe und Annahme. Unser Familientisch ist ein sicherer Ort. Ich habe von einem Vater gehört, der einige Kinder hatte, der gesagt, Annahme ist wichtiger als Erziehen. Das ist das Prinzip, das sie hatten. Ich tue lieber Erziehen manchmal als Annahme, aber ich habe sehr einen sehr coolen Satz gefunden. Er hat den Satz erzählt, bei ihnen war ein Kind, das hat geredet und plötzlich gemacht, flutsch, und er war unter dem Tisch unter. Ständig unter dem Tisch unter. Er hat gesagt, unser höchster Wert am Tisch ist Annahme. Ich will es auch noch üben. Meine Frau wird mich daran erinnern, was ich heute predigt habe. Aber leistet der Familientisch schon zu einem sicheren Ort wieder werden. Ich werde so die ganze Predigt schließen, den ganzen Kreis schließen von diesen Gedanken. Es hat angefangen in der Wüste, sie waren im Staub. Sie waren nicht voll im Saft, sondern sie waren voll im Staub. Und, aber Gott hat auch weil sie im Ungehorsam waren, Gott war bei ihnen. Er hat sie in dieser Zeit ihnen 40 Jahre lang auf seinem Herzen getragen. Er ist mit ihnen gegangen und hat ihnen das gute Ziel gezeigt. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht, wo du lebst, wie du lebst. Ob du im Moment so Wellen hast, die auf dich einprügeln. Oder ob es relativ gut geht. Aber Gott dreht dich und mich auf seinem Herz. Und so, wie ich meinen Benjamin so etwas verdreht habe, als mein jüngster Vater. Also, wenn ich ihn so verdreht habe.
wie viel mehr wird der wunderbare Vater im Himmel dich wollen tragen. Auch wenn du es vielleicht im Moment gar nicht spürst, er trägt dich mit, er fiebert mit dir. Und er will dich und mich in ein gutes Land führen. Und das Land lässt das nicht einfach nur weit weg sein, sondern Jesus selber will das für dich und für mich sein. Und lässt das zum Beispiel ganz praktisch leben am Tisch, wo wir sagen, hey, der Tisch, der Familientisch, das ist unser Ort. Wenn du Single bist, vielleicht gar keine Familie hast, dann hoffe ich, dass du irgendwo eine Kleingruppe hast oder dass du irgendwo einen Weg hast oder was auch immer, dass möglichst alle von uns irgendeinen Ort haben, einen Tisch haben, wo ein sicherer Ort sind und wo sie vor allem die Annahme in ihrem Leben können erleben. Das wünsche ich dir und mir auf dieser spannenden Lebensreise, wo wir sind. Ich bete noch. Gott, ich danke dir, dass du fürs Leben bist, für ein überfließendes Leben. Und du siehst, Jesus, wo wir dran sind, wo wir vielleicht irgendwo gerade so in Lebensstürmen stehen, wo die Wellen auf uns einbrechen. Und genau dann bist du hinter uns, du drehst uns, du lüpfst uns auf, dass die Wellen uns nicht müssen überwältigen. Ich danke dir für das Bild, das ich selber so eindrücklich erleben kann. Und lass es auch im Leben mit dir, Gott erleben. Und auch wenn ich noch so bin wie ein schwarzes Huhn, das irgendwo außerhalb rumpicken will, danke Gott, dass du mich zurückführen in deiner Liebe. Und du stehst gehorsam segnen, wie immer der Segen auch wird aussehen. Aber danke, dass du ein Gott bist, der unser Leben, Wort und Tut satt machen. Danke. Amen. Ja, wir sind in unserem Monatskapitel, 5. Mose, Kapitel 8. Wir haben noch ein alttestamentliches Kapitel und bewusst mit dem Schwerpunkt, dass wir auch das Lebensbejahende sehen, wie Gott eben voll für ein übersprudelndes Leben auch ist, wenn er uns das ganz fest wünscht. Wir haben die Serie betitelt mit «Voll im Saft». Wir sehen beim Volk Israel, sie waren zuerst voll im Staub gewesen. Für den Ungehorsam, sie viel Staub geschluckt, aber das Ziel von Gott ist, dass auch ihr Leben, dass sie als ganzes Volk eigentlich in das Land hineinkommen, in das saftige Land hineinkommen. Und ihr Hintergrund war schon, dass sie statt 11 Tage 40 Jahre gebraucht haben, schon bei ihnen war es der Ungehorsam. Und die Frage können wir uns sicher stellen, darfst du dir und mir stellen, gibt es Sachen in unserem Leben, wo wir unser Leben staubig fühlen und vielleicht hat es aber auch mit Ungehorsam zu tun. Das heisst, dass es so muss sein, aber es kann ein Hinweis sein, dass ich irgendwo ganz fein sich Staub auf mein Leben gelegt habe und ich mit dem auch eine staubige Perspektive, ja sogar einen staubigen Gott vor mir habe, weil ich selber eben im Staub bin. Was wir so eindrücklich gesehen haben, in diesen Versen Kapitel 8, eigentlich in diesen Versen 1 bis 10 sind das, glaube ich, wie Gott auch in dieser Wüstenwanderung sein Volk auf dem Herz gedreht hat. Und er hat sie immer rausführen, hineinführen in das gute, saftige Land. Und das darfst du auch wissen für dein Leben. Gott dreht als guter Vater dich auf seinem Herzen. Ich habe das Bild gebraucht mit meinem Sohn, mit dem Benjamin, wie ich ihn immer so aufgelüpft habe, in die Wellen gekommen sind. Und für mich ein wunderbares Bild, wie Gott letztendlich voll hinter uns steht und uns einfach führen, damit wir das Meer, die Wellen bezwingen können. Dass wir in die Weite des Lebens geführt werden können. Genau, das wünsche ich dir für dein Leben. Auch wenn du jetzt in den Sturm drin bist, was auch immer, dass du kannst erleben kannst, hey Gott, trotz allem, er lüpft mich immer wieder rauf. Er dreht mich in seinem Herz. Wir haben den Aspekt gesehen vom Essen, das Essen, das hervorgehoben wird. Und wir sehen beim Essen auch, es geht nicht nur um den Bauch zu füllen, sondern es geht in der Bibel um etwas viel mehr. Und eine Bedeutung vom Essen ist von der Annahme. Gott tut ja oft eben das geistliche Leben verbinden mit dem Essen als Zeichen von der Annahme. Und sehen wir mal mit diesen Versen von dem Kapitel 8, mit dem Land, mit diesen Quellen, mit all dem Guten, brechen wir es ab. Vielleicht gerade auf unseren Esstisch. Ich will dich mit diesem Bild nicht stressen, aber dass wir irgendwo einen praktischen Ort haben in unserem Alltag, wo wir etwas von diesem guten Land untereinander, miteinander erleben. Ich wünsche dir, dass du so einen Esstisch hast.
Vielleicht ist für euch als Familie dran, wenn du als Familie den Clip siehst oder den Videocast siehst, dass du sagst, hey, unsere Familie ist sowieso so ein guter Land wieder werden. Wie auch immer, ich wünsche dir, dass du kannst so einen Esstisch haben, wo du die Annahme kannst erfahren und erleben.